vorherstellen. Das nimmst du einfach mit, das ist kein Problem. Okay, dann bin ich dann überfallen. Du sollst doch Fake verkaufen, sag mal, bist du denn nur... Falls ich ab und zu hüstele, falls ich... Ja, Fake verkaufen. Ich weiß schon, nicht verkaufen. Ja, dann hast du doch eh kein Geld. Barren kann er dir nicht klauen. Stimmt auch. Ja, aber wir haben Puffer. Kann er dir doch keine Barren klauen. Spitzt du denn zum ersten Mal live, oder was? Oh Mann, ey. So, jetzt kann ich sagen, wenn ich ab und zu hüstele, es tut mir leid, es ist Winter. Ja? Da bin ich immer krank. Es ist Winter. Der Hüstele. Achtung, Frau parkt aus. Ja, ich guck schon nicht, dass du mir in die Tür fährst. So. Du fährst vor. Wenn wir überfallen werden, ist es deine Schuld, wenn du vorfährst. Nee, der Rocktox, den schicke ich dann vor. Ich meine, jetzt auf dem Weg. Warte doch. Aber auf dem Weg bringt es denen eh nichts, wenn wir nichts haben. Die werden gnadenlos überfahren. Was? Ja, überfahren sowieso. Wir konnten nicht bremsen, es wäre nicht mehr nein, gelogen. Nein, wir können VLDM nicht bremsen. VLDM und überfahren ist auch nicht so gerne gesehen. Was machst du denn da? Ich hoffe, du hast ein Repair-Kit für dich dabei. Ja, ja, zwei Stück. Das ist gut. ich habe gerade den Berg ein bisschen ausgenutzt, das Halfpipe. Meep, meep. So. Ich finde schade, dass Arma selber... Hallo. Ich finde schade, dass Arma selber so wenig Animationen hat. Es wäre viel cooler gewesen, würde man, wenn man hupen, die Hand kein bewegen und auf die Hupe drücken, ja? Was hallo, denn? Details! Das ist 60-Euro-Spiel, das kannst du nicht erwarten. 60-Euro-Spiel, das ist Vollpreistitel. Sag ja, das kannst du nicht erwarten. Ich find's auch cool, dass er das Lenkrad nur minimal einschlägt und nicht wie in echt muss. Guck mal, schwenk mal nach links und guck mal oben auf deine Hand. Das sieht so aus, als ob du da irgendwie verkrampfst. Ich glaube, die verkrampfen auch. Ja, normalerweise tust du... Oh, das tut wirklich weh. Normalerweise übergreifst du ja. Und ich weiß, war das nicht einmal zwei? Wo die Hände immer gleich geblieben sind, sich nur das Lenkrad bewegt hat. Und die Hände waren immer auf 10 nach 12. Ja, das war einmal zwei. Das sah auch lustig aus. Oder beim Humvee hattest du immer die Hand unten. So eine Hand unten halt dran am Lenkrad. Und das Lenkrad hat sich halt so bewegt, als ob du gerade irgendwie einen auf Darth Vader machst. Ja, ja. Willkommen bei Bagma. Nutze die Macht, Luke. Vertraue der Macht. Siehst du, das war gerade ein Frauenlinks. Wir sind rechts abgebogen. Gar nicht. Oder eher ein Inks war das. Nein. Wir sind nicht rechts abgebogen. Doch, jetzt gerade. Nein. Ein Jinx. So. Wow. Nein, wir kamen von dem Feldweg und sind links abgebogen. Auf die Straße hier. Lüge. Ich hab da nicht auf den GPS geguckt, ich hab nur links gesehen. Hüstle. Hey, da hinten ist Green Hill. Alle Hügel sind grün hier. Oh, das sind alle Hügel grün. Der da ist grün, der da rechts ist grün. Ja, hier ist ja Herbst. Ich hatte ja auch mal einen Schneemod. Wo müssen wir jetzt hier abbiegen? Weil ich keinen Bock habe, am Gangsterstück vorbeizufahren. Oh, geradeaus. Dann heißt die, ob die Gangsterstecke eingenommen sind, da nicht zufällig gerade ein paar freudige Banditen sitzen. Und wenn dann drei Offroader Richtung Kupferhändler fahren, ne? Kann man mal machen, muss man aber nicht. Muss nicht unbedingt gut enden. Das ist also eine kleine Umgehungsstraße, die ich hier benutzt habe. Ich euch sowieso den... Scheiße. Den Tipp. Was ihr... Wow. Warum bremst du denn immer so stark? Vor eurem Reisen antritt. Weißt du, Lin bremst immer unerwartet. Dann musst du bremsen und kommst in Schlingern und fährst in den nächsten Zaun. Weil Lin immer nur sagst, oh oh. Ich? Und bleibt einfach stehen. Baum! Ich hab's nicht mit dem Pudding transportiert.
User joined your channel. Der Freund, der Baum ist tot. Das war jetzt warte doch auf mich. Guten Tag. Ich hab doch gesagt, ich bin den Zaunwinkel gerast. Jetzt hat er. Ich sehe nur, wie Berlin vor dem Baum umfällt. Wusste ich doch nicht. Ja, gut, wir bleiben hier stehen und können direkt ein wunderschönes, herzliches Hallo an unseren Special Gast, den lieben Siegel, senden. Special Gast, den kenne ich nicht. Wer ist das? Ja. Weißt du, Lin, du fährst geradeaus ganz normal. Ich denke mir, okay, fährt's richtig. Dann und drückst die Handbremse. Ja. Wie soll ich denn da bitte reagieren? Ja, auch die Handbremse. Oh, ihr seid da links unten. Du hast Reflexe alle weg. Eieiei. Habt ihr nicht mehr geht? Ich konnte nicht bremsen. Auf welchen Seiten hier? Auf dem einen. Wir sind aber gerade unser Video am Aufnehmen, wie man fortgeschritten Geld verdient. Ja, und es ging Steine fährt. Ja, so nicht, indem man... Ja, ich wollte gerade sagen, so nicht, wenn man sein... ich hoffe, du kommst da runter, seinen Offroader auf einem Stein aufsetzt. Wie hab ich das denn geschafft? Ich schaue aus, als hätte ich Spackungen, ey. Ui, ich sterbe gerade. Bitte nicht. Ich stirb langsam. Nach dem Video aber, ne? Leise. Ja. Die Bärje-Schweine. Du hast schon eine Weile nicht mehr getrunken. Ist mir egal, ich hab low. Oh ja, stimmt, ich muss auch noch was essen trinken. Darf hab ich Donuts. Auch das solltet ihr nicht vergessen. Dankeschön. Essen und trinken ist nicht drin. Kannst mich mal an... Ah, nee. Ich dachte, du musstest mich mal anschubsen. Mann. Ist mir egal. Oh, du hättest mich fast überfahren. Ich hab dir gerade mein letztes Repair-Kit geschenkt. Ich hab dich gar nicht überfahren. Ey. Das ist auch wahrscheinlich ein Lag oder so. Das sah bei mir so aus. So. Wir haben es auch schon bald geschafft. Noch 3 Kilometer. Nein. Busch. Die wir nicht überleben werden, wenn es so weitergeht. Ich sehe noch ein quietschendes Eisigel vorbeirollen. Fahrt halt langsamer, Leute. Ach ja. Ich muss ab und zu auf Third Person wechseln, so wie ich gerade fahre. Vom Zaun, Lin! Alle sterben. Was? Ich hab mich gerade selber vorgewarnt. Vom Zaun, Lin. Ach so. Ja, dann geht's ja. Das war hier ein Notfalls-Navigationsgerät. So ein Navi wäre doch mal so ein Navi wäre doch mal Tech, der rumschreit. Baum, Zaun, Busch, Lin! Er wird aber 99% der Benutzer fragen, wer ist Lin? Ja, er ist Render Lin nicht. Ja, ich auch gerade gedacht, hier hätte eine Sirene. Ich hab gedacht, ich hätte eine Sirene gehört. Isaac! Stamm dich! Ich scheiße, ja, ich soll nach vorne gucken, nicht zu dir. Da war gerade ein Haus. Sehr nah. Würde ich dir empfehlen. Hier ist übrigens der Dodge-Händler. Wenn ihr mal richtig Kohle habt, könnt ihr einen dieser, ich sag mal, hübschen Luxusartikel euch holen. Blauen. Kaufen. Aber dazu habt ihr sicherlich schon einiges in Trailer vom ersten Video gesehen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich dir das mal einfach. Ich hab den auch noch nicht gesehen. Verlinken. Doch. Ich sag jetzt nichts dazu. Wie ich tu gerade so. Mit dem Kopf bewegen, als ob ich in den Rückspiegel und in den Seitenspiegel gucken würde. Okay, das ist zu schnell, das ist verschwommen. Lin! Baum! Lin hat einen Stein getötet. Hast du noch einen Repair Kit? Der Baum ist tot. Gut, Lin. Ich hab keins mehr. Ich aber. Also, Bitte auf jeden Fall Repair Kits mitnehmen, wenn ihr genauso trottelig fahrt wie wir. Du. Ja. Okay, wir. Wie das ihr? Ist nur eine Ausnahme, ja? Das ist deswegen der Aufnahme, weil ich 10 FPS weniger hab. Hallo? Noch kein Repair Kit gebraucht heute. Noch alles auf 100%. Hup nicht! War nicht ich. Ach, Ruhe da drüben. So,
jetzt schickt mir natürlich unseren kleinen Österreicher vor. Sie fahr schon mal vor. Österreicher. Bin ich eigentlich Kupfer- und Eisenhändler, da muss ich hin. Ich stupse dich sonst an, wenn du nicht vorfährst. So stark, dass du explodierst. War ja schon. Ich fahr mit SCGW. Dann sind wir langsamer. Wohl, nee, ich geh in den Wald. Und dann müssen wir die Vorhut. Bitte Vorhaut? Vorhut zu dem. Kulla durch den Wald. Bloß Motor ausmachen, sonst hört man. Das ist ein Spannwerk. Ach, das kenn ich jetzt leider. Scheiße, ich bremse. Ich bremse. Der Busch ist nee, ich krieg langsam wieder Geschwindigkeit. Hier rechts. Oh. Jetzt hört man dich wieder. So. Da ist du der als ob du verkaufst. Mach ich grad. So, laufen wir hin. Gucken ein bisschen ins Inventar. Lalalala. Jetzt steigst du ins Auto, als ob du fertig bist. So, ich muss doch nochmal zurück zum Auto laufen. Nochmal ins Inventar gucken. Und eben. So, nochmal zum. Mein gutes Auge benutzen. Ja, einfach mal rumgucken, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Mal schauen, ob ihr irgendwelche verdächtigen Regungen seht. So. Das ist ein Hase. Bin ich fertig? Ein Hoppelhase. Ich fahre weg. Andere Richtung. Ist das in eure Richtung oder in andere Richtung? Du musst jetzt nicht unbedingt direkt zu uns kommen, wenn es jetzt echt jemand tut. Und? War was? Aber wahrscheinlich wäre schon lange nicht passiert, die hat nicht losfahren lassen. Ja. Wenn sie schlau gewesen. Aber da die Rebellen hier auch an der Mine überfallen haben, was mit schlau sein tun, so nicht so. Nee. Oh, was steht denn da? Wo? Ach, das ist ein Busch und ein Stein. Ja gut, dann komme ich jetzt auch zurück und verkauf wirklich. Und da gibt es nur noch eine goldene Regel. Wenn ihr verkauft habt, nehmt eure verfickten Beinchen in die Hand. Und lauft! Fahrt markiert am besten weg. Der nächste ATM ist eurer. Richtig, am besten in die Safe Zone zum ATM. Und wenn ihr beim Händler seid, direkt den ATM markieren, dass ihr sofort wisst, wo er ist. Und Auto nicht vergessen abzuschließen. Wird so lachen, wenn wir jetzt überfallen werden, weil Rucklux nicht richtig gebuckt hat. So, dann das letzte ein bisschen noch verkaufen. So, mit der Fuhre haben wir ganze 115.000 gemacht. Je nachdem, ob das gerade von den Zahlen hochgeht oder runter, das kommt halt immer drauf an, ob da viel gemacht wird oder wenig. Wenn wenig gemacht wird, ist es teurer. Marktsystem. Hier ist unser nächster. Jungs haben jetzt den Preis ein bisschen gedrückt, aber. Wenn viel verkauft wird, ja, pass halt auf, du Trottel. Preis weniger. Und wenn wenig verkauft wird, steigt der Preis. Ja, ich hab dich gerade gesehen. Halt noch Anfragen. Ja. Und jetzt? Ich hab damit gerechnet, dass ich irgendwie direkt hinter mich hinparkt. So, und dann geht es ab nach Scherno. Ja, ich hab einen Rückwärtsgang drin gehabt. Oh, und das Geld einzahlen. Ja. 1,2 Kilometer. Wenn ihr das Geld eingezahlt habt, habt ihr euren Job erfolgreich abgeschlossen. Und könnt in die Bar gehen und saufen. Ja. Oder eine rauchen, je nachdem, ob ihr Säufer, Trinker oder gar nichts seid. Säufer, Trinker? Säufer, Raucher oder gar nichts? Es bleibt dann natürlich ganz euch überlassen, worauf ihr Lust habt. Euch stehen hier ziemlich viele Angebote frei. Ihr könnt aus gemischten. Ja! Danke, ihr Freund. Wo bist denn du dagegen gefahren? Mir ist gerade einer reingefahren. Hä? Wow. Ich hab's gesagt. Hä, oh. Da war doch keiner. Bei mir war da keiner. Oh Gott. Doch, da war ein Stein. Feuerwehr. Frohes Neues. Wow. Jo, ich bin tot, ne? Frohes Neues. Das Problem ist viel eher, das Auto sammeln wir sein Geld auf. Da war ganz viel Zeug drin. Beide Autos sind tot. Super Ende.
Jetzt weiß ich wenigstens, wo ihr seid. Da war doch gar kein Stein vor deinem Auto. Ich hab grad nachgeguckt, doch, da ist gar nichts gewesen. Da war ein Stein, den habe ich gerade weggesprengt. Wow. Frau am Steuer. Taxi gefällig? Ja, bitte Taxi gefällig. Nimm mein Geld. Haben wir doch. Auf meinen Rucksack zu klauen. Gut. Sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Ey, das ist das Siegel. Alter, hast du mich jetzt erschreckt, ey. War so ein Typ daher. Hallo. Das bin nur ich. Kannst du mir Rucksack nehmen, bitte sehr. Siegel, warum bist du noch nicht in meiner Gang? Weiß ich nicht. Nimm die Uniform auch gleich mit. Der wollte nicht. Nee, du bist... Du bist nicht YouTube! Oh, ich schände dir den Arm, Alter. So, dann einfach weiter im Ersatzauto. Siri, komm, hört auf mir! Hey! Lass mich doch nicht einfach hier liegen, ja, ruf den Arzt! Ruf doch selber ab, Moment. Ich bin tot! Stimmt, da war was. So, und Fazit des Ganzen, wenn ihr Scheißfreunde habt, bleibt ihr einfach liegen. Eure 114.000. Wenn man nicht Auto fahren kann. Endlich ist der große Tod, ne? Oh Gott. Ja. Du öffnet da Türen und schließt sie wieder. Alle, Isaac, wir treffen uns am ATM. Ich bin tot! Mann! Mach doch Jesus, Mann! Auf. Jesus hat's da reingemacht. Nee, der Sani soll hier hin. Wer macht denn da Türen auf und zu? Es ist Todesanimation. Das ist ekelhaft. Ich nicht. Da rechts, an der Wand. Ja, wo ist hier denn her? Mit Fisch. Ah, vom Krankenhaus. Aber schon schön, wie ich hier so liege. Ich wäre auch gern noch ausgestiegen. Ja, so am Rand erwähnt. Pech gehabt, du bist eingesperrt. Ich möchte auch meine Hardware den 3000 vom Konto nehmen. So. Und jetzt? Komm, kannst du auch schon. Sag doch mal was. Denn nach solch einer rasanten Tour muss ich meistens vor allem eins, und zwar ins Krankenhaus. Aber ich hab dann einen Hausarzt. Wir sind hier in der Garage. Der ist super. Den hat mich halt wirklich umgebracht. Nee, du bist mir reingefahren. Du bist stehen geblieben. Ja, weil da ein Stein lag. Da war kein Stein. Doch, schon. Wo gibt's denn hier Krank? Die Garage. Ja, schlecht, dann suchen wir weiter. Ich finde hier keins. So, dann sehen wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge wieder. Ich lasse mir jetzt Nadel geben und dann bis dahin. Tschüss.